Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Schneelande der Tundra. Das war wieder falsch, ne? Ich überlege gerade so. What? Die Schneelande der Krone. So, boah. Warum habe ich so viel Probleme, mich daran zu erinnern? Egal. Ja, wir sind hier vor dem Deiner Abenteuer Nest Höhlen Dingen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und ja. Wir haben in der letzten Folge die legendären Vögel gefangen, also Arctos, Zapdos und Lavados in ihrer Generalform und sind jetzt eigentlich fertig, ne? Mit dem Pokédex, mit dem, ja, mit der Expedition und was noch so alles hier übrig war, ne? Und ja, wir sollen Story technisch hier reingehen, also ja, bin mal gespannt, was hier noch passiert. Ich glaube nicht mehr, dass hier noch so viel passiert in dem Spiel, aber gucken wir mal. Jetzt natürlich abschließen. Ich möchte jetzt ja nicht wie bei einem Hauptspiel, wo ich Hopp irgendwie, weil ich ein halbes Jahr irgendwie sitzen gelassen habe. Ich möchte das nicht wiederholen. Also ja, Peony hat irgendwie eine Notiz verloren und ja, wir sagen dir mal Bescheid hier. Aber hey, wenn das nicht unser Expeditionsleiter höchstpersönlich ist, schön dich zu sehen. Endlich komme ich mal zu ausgiebig Zeit mit meinen Töchterlein zu verbringen. Was sagst du? Du hast in der Basis etwas gefunden, das wie einer meiner Notizen aussieht. Das soll mir gehören, daran kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Na nun, der Ort, der hier auf den Notiz vermerkt ist, das ist doch das Deiner Riesen ist, oder? Boah! Hoch? Achso, war gar nicht er. Was ist denn los? Im Deiner Riesen sind Kreaturen aufgetaucht, und zwar haufenweise. Keine Ahnung, was überhaupt Pokémon sind. Was sagst du da? Hier scheint es ein Ökosystem aus einer anderen Welt in uns eingedrungen. Das mit den Ultrapforte zusammenhängt, die sich für einen kurzen Augenblick aufgetan hat. Klingt ganz so, als ging hier gerade etwas völlig Unglaubliches vor sich. Du weißt, was das bedeutet, oder? Da steht wieder ein neues Abenteuer für dich in den Startlöchern. Ich weiß schon ganz genau, welchen Titel es tragen wird. Legendärer Anblick. Ein ultra großes Loch Kraft am Himmel. Klafft am Himmel. Ich wollte schon sagen, Kraft mit 2 F. Na, der Titel ist erstes Jahr, oder? Jedenfalls wartet das nächste Abenteuer auf dich. Schnapp dir diese Pokémon, von denen der Zettel spricht. Und falls es keine Pokémon sein sollten, nimm schnellst die Beine in die Hand. So, ist das, was ich da jetzt machen muss? Boah, das wird doch schon wieder Ewigkeiten dauern. Ich habe keine Dings zur Verfügung. So, kann ich das überhaupt auswählen? Du standst vorher nicht hier, glaube ich. Hey, du, stehst du auf Dynamax Abenteuer? Ja, total. Ich wusste es, du hast schon am vielen teilgenommen, nicht wahr? Du scheinst eigentlich ein Händchen für Dynamax Abenteuer zu haben. Da hätte ich genau das Richtige für dich. Ein Dynamax Abenteuer im Endlosmodus. Was sagst du? Das habe ich mir selbst ausgedacht. Der Endlosmodus hat, wie der Name schon unschwer vermuten lässt, kein Ende. Damit kannst du selbst nach deinem Sieg über das Pokémon im Inneren des Deiner Riesenlässt weiter vorwagen. Mal sehen, wie weit du es schaffst. Die Pokémon, die du fängst, kannst du allerdings nicht behalten, da ich für meine Erforschung benötige. Warum sollte ich denn das dann machen? Als kleine Entschädigung werde ich dir dafür deutlich mehr Bocken deiner Erz geben als sonst. Ich werde mir übrigens notieren, wie weit du es schaffst. Gib also ein Bestes, um mit deinen Mitstellern so weit wie möglich vorzudringen. Nein. Da kann ich halt hier irgendwie gezielt auswählen. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie... Nö. Ich habe so einen Verdacht, dass ich weiß, was für Pokémon man hier findet, aber... Ich kann halt nicht manipulieren, welche Pokémon ich hier begegne, also... Ist das irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen schwierig hier aufzunehmen, weil ja, ich gehe dann hier rein und begegne, was weiß ich, irgendwie zu soon oder irgendwie so was, und da dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde irgendwie den Part hier verballert. Also ja, würde ich am liebsten zeigen hier alles, aber ja, weiß ich nicht, wie ich das aufnehmen soll. Ich habe jetzt übrigens keinen Plan, was ich jetzt dann machen soll. Lass uns kämpfen. Ein Länge Pokémon spielt bei dir jede Spur. Ja, da muss ich wahrscheinlich wieder offscreen hier irgendwie die fangen, ne? Was auch immer ich hier fangen muss. Ich glaube, das sind diese Ultra Bestien, ne? Die es in Pokémon Sonne und Mond gab. Da ich Pokémon Sonne und Mond nie zu Ende gespielt habe, weiß ich nicht genau, was es mit denen überhaupt auf sich hat. Ich bin noch nicht so weit gekommen, als dass ich einen von denen begegnet bin. Also ja, ich weiß nicht genau, ob das wirklich Pokémon sind, so wie die jetzt hier gesagt haben oder so. Und ja,
Keine Ahnung, dann sind wir ja eigentlich schon fertig, ne? Ich will natürlich einmal gegen ihn kämpfen. Kann ich gegen dich kämpfen vielleicht? Okay. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt hier reingehen und das machen, aber dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde hier gemacht, weil diese blöden Dynamics Abenteuer dauern auch ganz schön lange, ne? Und ja, dann finde ich irgendwie was jetzt nicht so interessant ist und ja, dann sitze ich hier mit einem halbstündigen Part, ohne irgendwas vorzeigen zu können. Das ist ein bisschen doof. Also ja, was ist das mit Dynamax Abenteuern? Werde ich wahrscheinlich wieder aufs Gehen fangen, wenn ich irgendwas dafür bekomme oder so. Ja, dann werde ich wahrscheinlich nachgucken, was ich dafür bekomme, damit ich nicht jetzt umsonst meine Zeit verschwende. Aber ja, gut, lass mal gegen ihn kämpfen. Okay, lass uns kämpfen. Und du willst kämpfen? Na dann, nichts wie los. Ich muss ja ein Part mit irgendwas füllen. Weil ich habe jetzt gar keinen Plan, was ich machen soll. Obwohl, doch eine Sache wüsste ich vielleicht noch. Das wurde irgendwie, wenn meine kleine Mina zusieht, muss ich mich von meiner Schokoseite zeigen. Meine Schokoladenseite 74, das ist gar nicht mal so wenig. Also, ja, oh Gott, nee, da wird nichts. Ah, du sollst also meine Schwachstellen aus, wie es sich für eine Zwillingsleiter gehört. Kehrtwende. Gott, Hilfe. Ja, ich weiß noch, was wir machen können. Also ja, zeige ich euch gleich mal. So, habe ich meinen Starter, aber ich könnte jetzt meinen Starter rausholen, alle hier kaputt hauen, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich mit irgendwas kaputt haue, also mach mal offensivfeste. Nein, ich kann gar nicht Donnerwelle einsetzen. Nein, wenn ihr frisst, das verbrenne dich. Jawohl. Also ich weiß eine Sache, die wir noch machen können, da habe ich irgendwie von gehört. Ich glaube, dafür musste ich auch erstmal hier alles durchspielen. Von der Story her. Das können wir dann noch machen. Und irgendwie, weiß nicht, ich habe den Trailer irgendwie gesehen letztens und guck mal, wie weit wir mit Igni kommen. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen Trailer nicht schon vorher gesehen habe, weil da hat man wirklich alles schon gesehen. Also alle legendären Pokémon und so, weiß nicht. Weiß nicht, wie lange der Trailer noch mal ging, weil da war nicht ein Trailer, war irgendwie so Werbung halt, weil sie auf YouTube. Oh, dein Pokémon-Abenteuer geht weiter. Und dann direkt nach einer Sekunde sieht schon direkt irgendwie alle legendären Pokémon. Koronospa, die beiden Pferde. Also du hast alles sofort gesehen. Also wäre ich über dieses Video schon vorher gestoppt, hätte ich mich schon voll gespoilert. Oh, warte mal, das Ding ist gestein, ne? Oh Gott, das wird wehtun. Ja, so viel dazu. Wow. Gib mir ganz schön auf die Phrase. Du bist ja okay. Aber er hat nur 5 Pokémon, ne? Ich glaube, der hat nur 5. Ja, okay. Oh, Erdkräfte. Ja, macht das. Ja, das hat Intro-Lied. Und ja, ich weiß, dass das Peonies Kampfthema war, als ich das ausgewählt habe. So, welche Level waren jetzt alle? Ach, du hast Schwebe, ne? Boah, Junge. Ich weiß nicht, ob Egelsammler gegen was bringt. Gegenstoß. Black Wingo. Also eine Sache können wir noch machen. Also da wüsste ich noch, was wir machen könnten. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie lange dauern wird, aber ist besser als nichts, weil sonst wüsste ich gar nicht, was wir noch machen sollen. Also die Karte sagt mir jetzt nicht, dass ich noch irgendwas zu tun habe. Also nehme ich mal an, mit der Story sind wir fertig. Und sonst ja. Mein Gott, dann nix. Spuckball. Okay, Gott sei Dank. Ich würde sagen, Blackwing geil schon mal aus, ne? Ich möchte ungern irgendwie, weiß nicht, Items einsetzen, wenn es geht.
Der Typ ist mit seinen Leveln, glaube ich, schon höher als Deleon. Ich weiß nicht, ich tue irgendwie, um hoch zu leveln. Einige meiner Pokémon, meine Creative Pokémon, also auf Level 100 hochleveln und so. Weiß nicht, ich gucke in meinem Internet nach, was die schnellste Möglichkeit ist, irgendwie Pokémon hochzuleveln. Überall lese ich Dino Raids. Dann kriegst du Bonbons, die Bonbons kannst du deinem Pokémon geben und ja. Aber ich finde irgendwie heraus, dass das nicht so schnell geht, weil Dino Raids dauern unglaublich lange. Und wenn du irgendwie 6, wie heißt denn nochmal, Glückseier hast und den allen deinen Pokémon gibst, während du irgendwie ja gegen Level 60er und 70er Trainer kämpfst in diesem Turnier, in diesem Champ Cup, dann kriegst du eigentlich schon genug Erfahrungspunkte, finde ich. Also ich finde, das geht viel schneller, als wenn du Dino Raids die ganze Zeit machst, weil das dauert einfach unendlich lange immer. So Gefühl, natürlich gegen dich habe ich wieder nichts. Na, du hast Kehrtwende, ne? Da hier wegschafft hat. Und jetzt, vor allem ich lese nirgends mal anders, immer Dino Raids, Dino Raids, da kriegst du voll die geilen. Oh mein Gott. Möchtest gestreichelt werden, jetzt nicht. Hier bist du sogar schneller. Los, Spezialangriff ist maximiert bei dir. Na, was hat er noch? Irgendwas hat er noch. In sein Haupt-Pokémon, ne? Gleich eins, was meine Schokoladenseite für dich kein Zuckerschlecken ist. Oh, Schokolade, Scherox. Okay. Was wird hier? Ich glaube nicht, dass ich dich kaputt hauen kann. Boah, wenn ich jetzt noch mein Dings hätte. Mein Igni. Oh. Ich habe noch 3 Pokémon, das geht schon. So, und eins von denen ist ein Flug-Pokémon. Ja, perfekt. Ist aber nur effektiv, sehe ich gerade. Nein. Na ja, komm mal her, ein Sturzflug und du bist weg. Glaube ich zwar nicht, aber mal schauen. Patroni. Das dürfte eigentlich. Stimmt, Patroni ist ja Stahl, nicht Kampf. Boah! Gott. Das ist okay, Überreste und Edelsamen, ne? Komm. Aha. Gleich schon wieder meine AP zurückbekommen. Ja, der müsste eigentlich tot sein jetzt, auch wenn er den Angriff überlebt. Edelsamen müsste ihn eigentlich kaputt hauen können. Okay, alles klar. Gut, da wurde herrlich. Bist du etwa wieder ein Stück stärker geworden? Hut ab, und zwar auf jede erdenkliche Weise. Ah, die und dein Pokémon kann eben niemand so leicht das Wasser reichen. Das heißt, um Hauptsache Potty Naraja und die anderen konnten sich mal so richtig aussuchen. Stimmt, denn sein Haupt-Pokémon ist das. Hat er irgendwie schon sein Kind aufbekommen, ne? Laut seiner Liga-Karte. Stop. Was ist denn jetzt schon wieder? Hey Danilo, hallo, ich bin doch hier mit dem Smart Rotom von Danilo verbunden, oder? Ja. Also, weil ich dachte schon kurz, Hopp hätte mir die falsche Nummer gegeben. Da fällt mir auf, ich habe dir ja selbst noch gar nicht gesagt, was ihr, wer ihr redet. Ich bin Deleon. Tut mir leid, dass ich dich einfach so aus dem heiteren Himmel anrufe. Aber ich habe einen guten Grund, glaub mir. Ich hätte da nämlich eine wichtige Bitte an dich, vor allem vom alten und an den jetzigen Champs sozusagen. Genau erzähle ich dir lieber in Person. Ich warte im Score-Stadion auf dich, ja? Gut, ich mache mich sofort auf den Weg und verlaufe mich auch nicht. Versprochen. Ich glaube, der bringt mich irgendwie dahin, was ich hier machen wollte. Verdammt. Ich hätte jetzt voll so tun können, als wüsste ich nichts davon, aber ich jetzt hier voll überrascht gewesen. So. Ne, wusste ich aber schon irgendwie. Ich habe so einen Verdacht, was der mir sagen will. Da habe ich mal kurz hier hochgehalten, ne? Habt ihr nichts dagegen? Und ja. Ich habe schon so ungefähr für was jetzt kommt. Das war das, was ich machen wollte, wenn das das ist. Also ja, gucken wir mal. Okay. Boah, pack mich doch vom Stadion, bitte. Ich bin der Champ, verdammt.
Ich möchte mit einem Helikopter hingeflogen werden. Nur diesen, ne, benutze ich ja dieses Kramor Taxi, ne? Das ist ja das, was ich hier eigentlich hinfliege. So, ich bin hier. Verschwende bloß nicht die Zeit des Champions. Hi. Ja, da bist du, Alter Nero. Komm, lass uns auf den Kampfplatz gehen. Da erzähle ich dir, warum ich dich angerufen habe. Bist du bereit? Ja. Alles klar, auf geht's. Alle anderen warten schon ganz gespannt. Einfach so casually. Ein Kampfplatz, okay. Oh, guck mal da. Was ist denn hier los? Hey, Danilo, du wurdest also auch hergebeten, was? Was soll das Ganze nur? Was? Mein Bruder hat dir doch erzählt, worum es geht, oder? Eigentlich ist mein Lernplan so voll, dass ich erst abgelehnt hatte. Aber mein Bruder wollte nicht locker lassen. Oh, hey, sorry, dass ich einfach so in eure Unterhaltung platze. Hi. Oh, du bist doch Sephora aus dem Master-Dojo, oder? Oh, schön, du erinnerst dich an mich, Hoppelein. Dann muss ich ja nicht giftig werden. Hihi. okay. Ich habe hart trainiert, seit du mich damals so gnadenlos fertig gemacht hast. Und jetzt bin ich offiziell eine Arena-Leiterin. Ich habe es geschafft. Wahnsinn, Glückwunsch. Ich bin zwar noch in der Unterliga, aber lobt mich ruhig ein bisschen, ja. Was ist denn die Unterliga bei Arena-Leitern? Erster Arena-Leiter oder so? Das ist wirklich toll, du schaffst es sicher auch noch in die Oberliga. Streng dich nur an. Ach, Hoppilein. Bei dieser Veranstaltung hier werde ich auch mein Best geben. Darauf kannst du wetten. Jetzt bin ich echt Feuer und Flamme. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ja, da gerätst du ja richtig in Fahrt, was? Also gut, meine Freunde, tut mir leid, dass ihr warten musstest. Erstmal danke ich, dass ihr gekommen seid. Oh, alle wichtigen Charaktere. Was geht? Es erschien mir einfach am passendsten, euch an meine Idee persönlich zu erklären. Hoch war plötzlich zu ernst. Steigt dir der Ruhestand zu Kopf? Ist genau so ein Voralter her. Sehr witzig, Roy. Vor allem Zuschauer sind noch da. Hallo. Wie ihr wisst, ich habe immer daran gearbeitet, auf Eigenfaust der Allerstärkste zu werden. Aber dann sah ich, wie Danilo und mein kleiner Bruder Hopp miteinander wetteiferten und dabei immer stärker wurden. Da wurde mir klar, wie schnell man sich weiterentwickeln kann, wenn man einen Rivalen oder einen Freund zur Seite hat. Und da bin ich hier in der Liga, die Position von Präsident Rose übernommen habe, Rosé, liegt mir auch noch eine zweite Sache am Herzen. Ich will unser wundervollen Galarigon noch viel mehr einheizen. Aus diesen zwei Gründen habe ich euch heute hergewählt. Es gibt eine große Ankündigung. Hiermit gebe ich nämlich den Startschuss für das Galar Star Turnier. Das Galar Star Turnier? Oh, wo nimmt er nur die Energie her? Das klingt nach jede Menge Arbeit. Beim Galar Star Turnier dreht sich alles um Teamkämpfe. Zwei gegen zwei. Boah, Leute. Wer verliert, scheidet aus. Sucht euch unter den stärksten Trainern, die euch in den Sinn kommen, euren Partner aus. Feind als Team eure Kämpfe und arbeitet euch bis ins Finale vor. Yeah! Warum mussten die Zuschauer alle jetzt hier sein? Musst du nur noch einen Partner für das Turnier finden. Oh, hi. Sind echt alle hier. Cool. Mein Bruder jetzt hat sich bei der Eröffnungsrede für das Turnier mal wieder selbst übertroffen. Kopfzerbrechen bei mir, aber dass wir als Duos antreten müssen. Wo bekomme ich denn jetzt auf die Schnelle einen Partner? Ja? Danilo, wenn du noch allein bist, könnten wir uns das zusammentun. Wie wäre es? Nein. Wenn ich mir wollte, ich hier jeden aussuchen. Bin ich sicher, dass wir uns als Team gut machen würden, aber du bist und bleibst mal Gegner. Ich will dich unbedingt besiegen. Nein, anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl, dass es anstrengend werden könnte, mit dir ein Team zu bilden. Danke, aber nein, danke. Das Galar-Star-Turnier klingt nach der perfekten Gelegenheit, meinen Stärken unter Beweis zu stellen. Jesus, du etwa auch noch einen Partner fürs Turnier? Hör mal, Danilo, was willst du auch von dich mit mir zusammentun? Ja. Aber gucken wir mal, kann ich nur meine Rivalen hier aussuchen? Wie bitte, ich soll mit dir zusammentun, aber wie soll ich dich dann in die Knie zwingen? Die Auswahl bringt bereits von den eigentlichen Kampf. Man muss einen Partner finden, der die eigenen Schwächen ausgleichen kann. Ich habe bereits einen Partner auserwählt. Tut mir leid, aber es sieht so aus, als seien wir auch dieses Mal Gegner im Kampf. Ich habe beschlossen, an Kates Seite zu kämpfen. Wenn sich unsere Wege beim Turnier kreuzen sollten, wirst du jede Menge Glück brauchen. Okay, also bleibt mir eigentlich nur Hopp und Mary.
Es würde bestimmt Spaß haben mit dir in ein Team zu kämpfen, aber ich muss dich enttäuschen. Ich habe schon ein paar Quest-Turnier. Tut mir leid. Okay. So. Nehmen wir Hop oder Mary. Ja, natürlich nehmen wir sie. Oh, perfekt. Damit ist alles klar. Verlieren ist keine Option. Okay, wir müssen einfach gewinnen. So, du hast dich als vor einem Partner entschieden. Sehr schön. Dann werde ich dich gleich für das Turnier registrieren. Einen Augenblick. So, alle Teams wurden nun ordnungsgemäß registriert. Mary ist also dein Partner. Ja, okay. Seid ihr bereit? Ja, wird schon. Dann bringe ich euch gleich zum Kampfplatz. So, was haben wir denn hier alles? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Okay, jetzt hat alles so geskriptet hier, wie das jetzt hier abläuft. Sephora, Betty ist Peony. Peony! Ness, weil der ganz unterste ist auf jeden Fall Deleon und noch irgendjemand. Ich überlege gerade, wer fehlt denn hier? Deleon und Hop, da wäre doch cool gewesen. Hier treten wir zwar als Team an, aber das ändert nichts daran, dass wir auch Rivalen sind. Ich werde dir nichts nachstehen. Okay. Ach, jetzt kann man hier sogar nachgucken. Das konnte man vorher nicht, glaube ich. Da kann ich wenigstens meine alten Klamotten anziehen, die ich jetzt hier anhab. Er wird mich schon irgendwie freuen. Runde 1 heizt nun die folgenden beiden Duos die Stimmung am Stadion an. Danilo und Mary gegen Yaro und Kate. Ich hoffe, die sind nicht zu überlevelt alle. Oh je, wir stehen gleich im ersten Kampf dem Team des Champs gegenüber. Was soll das, Yaro? Du kannst doch nicht jetzt schon den Mut verlieren. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, kommt so schnell niemand gegen uns an. Du hast recht. Ich werde allein zeigen, was ich drauf habe. Und von mir kriegt ihr die wahre Stärke des Spikeford-Stadions zu sehen. Wenn wir an einen Strang ziehen, werden wir das hier schon meistern. Alles klar, cool. Wir haben beste Rivalen in unserem Team. Kann auch noch gut werden. Alles klar, cool. Ich hoffe, die sind nicht voll überlevelt hier. Ja, geil. Stimmt, der hat ja auch ein Morpeko. Wasser ist ein echter Segen für meine Pokémon. Die sind gut munter. Ich werde jedes Feuer löschen, dass seine Pflanzen-Pokémon gefährlich werden könnten. So, Level 72. Oh Gott, das wird wehtun. So, ich fange natürlich an mit Aurarad gegen ihn hier. Tag Ass. Bin ich gegen mich. Danke. Alter. Oh, warte mal, ich habe jetzt ein... Boah, mein Gott. Wir kriegen ja voll auf die Fresse. Warte mal, ich kann all meine Pokémon... Nee, kann nicht sein, ne? Okay, was hat der draußen? Blackwing wäre gut. Flug. Oh, mit einem Schlag erledige ich. Ich krieg die Krise. Die können auch... Warte, ist abgelaufen. Na, voll kacke. Na, du sahst stark aus. So. Aber jetzt bist du schneller. Das gibt's da jetzt nicht. Okay, Mogli und Dings. Ne, die haben Priorität, glaube ich. Oh. Ich glaube, ich muss meinem Pokémon ein paar Bonbons geben, damit die wenigstens hier so auf dem Level irgendwie sind. Die Arena-Leiter. Oder ich hole mal Competitive Pokémon raus. Dann haben wir ja keine Chance. Gott verdammt. Ging ja voll auf die Fresse. Da sind ja nur drei Kämpfe, ne? 1, 2, ja, müssten drei Kämpfe sein, ne? So. Meine Strategie wie in den Doppelkämpfen ist ja eigentlich mal erst von einem Trainer alle Pokémon kaputt zu hauen, ne? So, jetzt habe ich aber Dings raus. Das sowieso abläuft, also. Nix effektiv. Ja, mal Tangle ist weg. Und mach meinen Pokémon groß. Oh, ich habe leider nicht die Gigantamax-Version von Kramor.
Aber was soll's, jetzt habe ich allgemein von vielen Pokémon noch nicht, die ich hochtrainiert habe. Dynadüse. Aber man hat gebondschattet. Ziemlich sicher hätte ich auch so geschafft, aber was soll's. So, Irokex, hau Agrostella weg. Okay, wir leveln wenigstens noch ein bisschen hier. Ist da auch was? Donnerschlag. Ja. Gott. Ah, da wird den nicht killen, ne? Ey. Ja, und ich heile mich hoch. Und da ich über was da habe, habe ich noch mehr AP. Die hochgeleitet werden. Genauso weg mit dich. Wie ein bisschen geschieht, dann hat hier Dynamax Einsätze. Wir laufen da bei denen ab. Können die dann jetzt auch beide Dynamax einsetzen? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich würde verlieren, wenn ich das nicht schaffen machen würde. Und Dynamax. Muss auch das Ding weg. Das hat die Paralyse bitte. Nein, mich kannst du es eigentlich wagen. So, der Einzug kann man noch, ne? Also wenn Yaro jetzt irgendwie Dynamax einsetzt, dann können wir jetzt sein muss, werde ich hier Wurzeln schlagen, um für meinen Freund zu gewinnen. Der Apfel auch den mit der Dynamax mehr, oder? Der kann das Dynamax Phänomen auslösen. So, ich hau dich weg. Gigante Dynamax Mirlich. Wir fahren jetzt die Früchte unserer harten Arbeit ein. Warum? Ich glaube, ich sollte mir mit meiner Teamzusammensetzung jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen. Kann ich eigentlich die Pokémon jetzt nach auswechseln von meinen Dings aus, von meinen PC aus? Das kann man, glaube ich, in normalen Champ Cup nicht machen. Oh nein, das Ding überlebt immer noch. Los, Irokex, jetzt irgendwas ein gegen das Viech. Geht auf den los. Ja, wenigstens ist das kaputt. Also gewinnen wir mal auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie 6 Pokémon einsetzen kann in diesem Kampf. Wäre ein bisschen unfair, glaube ich. Weil der hat schon nach 3 irgendwie sein Dings ausgeholt, sein Gigantamax Dingen. Aber ich kann doch irgendwie durch 5 Pokémon hier auswählen. Das hat mich irgendwie, weiß nicht, verwirrt. So, Gigantamax. Auch ein einzelner Tropfen kann das Wasser überall aufbringen, um euch untergehen zu lassen. Geht schon wieder so einen krassen Blick drauf. Okay. Das Ding ist weg. Sturzflug. Wird dem wahrscheinlich auch mit Kehrtwende schon kaputt hauen, aber machen wir mal lieber auf Nummer sicher. Weil die Brocken erstmal weggehauen. Oh Gott, ich hoffe, wenn Deleon, welcher ganz offensichtlich ja am Ende kommt, ich hoffe, der ist nicht irgendwie weit auf Level 80 oder so, weil dann kriegen wir echt Probleme. Wir werden da voll unfair, als irgendwie in der ersten Gegner so einen riesigen Sprung gemacht hat damals. So, was mache ich jetzt gegen das Ding? Noch mal ein paar Kehrtwende. Toll, dieser Flor raus. So, steht jetzt auch irgendwie, da steht auch nichts irgendwie von, ja, du darfst noch so und so viel Pokémon einsetzen. Kann ich wortwörtlich 6 Pokémon einsetzen. Felsgrab. Das wird nicht viel bringen gegen mich. Yep. So, Longer, hau das Ding weg. Jawohl, gut gemacht, Mary. Okay. Okay. Das war einwandfreies Teamwork. Ich hätte gerne als Ausrufer auf meinen Feldern
Wir wurden beide einfach weggespült. Und eine Menge Geld. In euch war kein Kraut gewachsen. Gebt euch, gebt auch in der nächsten Runde alles. Okay, wen haben wir? Papella und Hopp haben verloren. 100 Fragezeichen. Duart auch verloren. Ah, oh, ist ein bisschen doof. Sephora hat auch verloren. Komm schon. So, Mac und Cider. Na, wer glaube ich? Ja, ein guter Lied. Ne? Aber das ist ein bisschen blöd. Ich hätte gern gewusst, wer die Fragezeichen Leute waren. Nicht schlecht, Niro. Selbst noch ein Kampf sollte jeden klar sein, dass wir ein super Team abgeben. Aber ich habe vielleicht so eine Vermutung. Also einer ist auf jeden Fall Deleon. Muss Deleon sein. Aber kann es doch eigentlich nicht gewesen sein, weil er hat verloren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erleben hier Kampfspaß am laufenden Band. Nummer 2 steht für euch die folgende Duos gegenüber. Danilo und Mary gegen Mac und Cider. Hi. Das ist die ideale Konstellation, um allen unsere Stärke zu zeigen. Ja, an unseren Gegnern gibt es hier nichts aufzusetzen. Ich werde mit Leib und Seele danach streben, den Sieg zu erringen. Zusammen bilden wir einen Felsen, der nicht so leicht zu zerbrechen ist. Der Typ Kampf liegt mir nicht so. Kann ich dir das überlassen, Danilo? Ich wollte mich eigentlich um die Gesteins-Pokémon kümmern. So, auf mein Kommando werfen wir beide unsere Pokébälle, okay? Okay. Also meine Vermutung ist, ein Fragezeichen ist Deleon und allein weil Sephora schon hier vorkommt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Maastricht der zweite sein könnte. Das wäre ein krasses Team. Deleon und Maastricht. Ne? Also Peony kommt ja auch hier vor. Mit unseren Weihnachten irgendwas mit Steine. Keine Ahnung. Mit seiner Johto-Pose. Sind die beiden Schwert-Exklusiv. Arena-Leiter merke ich gerade. Gibt hier irgendwas, was gegen alle geht? Ich merke gerade. Potrot schaffen wir doch locker kaputt sauen. Warum geht das nicht gegen beide? Ich würde sagen, oh Gott, das Ding ist flugmächtig gerade. Das war der, was jetzt gegen das Ding ein. Das wäre nicht schlecht, ne? Detox. Ja, Potrot muss ich mir keine Sorgen machen. Potrot hat ist nicht so stark. Ich meine, das hält unglaublich viel aus, aber wird mir nichts an Schaden machen, glaube ich. Ja, ich bin Gift, das bringt nichts. Aurarad, bitte gegen Dings, Resaldero. Jawohl. Nein! Das Potrot noch ein bisschen am Leben. Potrot macht nichts. Da siehst du diesen Schaden, da bringt nichts. Ja, aber ey, da wäre ich irgendwie echt krass, ne? Deleon und Maastricht in ein Team. Das sind die wahrscheinlich stärksten Trainer hier im Spiel. Oh, cool. Kann beide damit treffen. Okay. Ich Glück habe jetzt Resaldero jetzt weg, ne? Oh nein, das war's. Ja, dann war's bei Morpeko. Aber natürlich kann man nicht sehen, wer diese beiden Fragezeichen sind. Das finde ich ein bisschen doof. Hätte ich doch lieber irgendwie was gescriptetes gewünscht. Oh Gott, die sind beide tot gewesen. Ja, es kann nur einer überleben, ne? Gegen wen können wir dann potenziell noch kämpfen? Peony und Cabo waren noch übrig, ne? Noch irgendjemand? Ich hätte lieber gegen die Fragezeichen gekämpft. Komm schon. Ich möchte jetzt nicht noch mal extra irgendwie ein Part aufnehmen, um herauszufinden, wer diese beiden sind. Weil nicht, das ist auch wieder so eine Sache wie mit den Links, wie mit dem Diner Raids halt, ne? Im Diner Nest dann mache ich das und dann gewinnen die Fragezeichen schon wieder nicht. Dann habe ich wieder einen halbstündigen Part, wo halt ja, wo ich nichts vorzeigen kann, weil halt ja die RNG, sag ich mal, nicht auf meine Seite war. Also die Randomness des Spiels. Also ja, wird wahrscheinlich ein ewiges Rätsel sein, wer diese beiden Fragezeichen sind. Aber ich nehme jetzt mal sehr stark an, es sind Deleon und Maastricht.
waren beide Champions, wenn ich mich nicht irre, ne? Wieso gehst du nicht auf Despotar? Das war sehr effektiv. Das ist vierfach effektiv sogar. Komm schon. Oh mein Gott, warum bin ich eigentlich langsam als Despotar? Ich war auch von Anfang an langsam als Dings hier, als Legios. Merke ich gerade. Oh nein. Ja. Ah. Ja, du bist auf jeden Fall im nächsten Zug kaputt. Oh Gott, das wird wehtun. Oh Gott. Warte, dich nehme ich mir noch mit hier. Okay. Also müssen wir uns einen Kampf-Pokémon stellen. Ich habe noch Dings. Silebrim. Oh, da war's. Ja, eine Silebrim wäre eigentlich sehr gut. Liebeskurs, Zauberschein. Ist Zauberschein nicht gegen beide? Oder geht auf beide, ne? Und sei da setzt ein Kampf-Pokémon ein, also wird er doch weiter effektiv sein. Sollt ihr euch lieber konzentrieren, denn ich nutze jeden Unaufmerksamkeit gnadenlos aus. Macho-Ei. So. Komm her, du. Olunga. Alles klar. Man, ja, darauf habe ich gewartet. So, was will ich wohl eher? Will ich jetzt auf beide losgehen mit Zauberschein oder will ich auf einen losgehen und den auf jeden Fall kaputt hauen? Ich glaube, ich will eher das machen, ne? Aber ich habe auch Dings. Psychokinese. Ich hätte lieber ein Psychofeld, glaube ich. Ja, komm. Ja, ist klar. Ja, kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät die Meldung, aber er wird wahrscheinlich der letzte Part dann sein, wenn jetzt hier nichts mehr danach kommt vom Pokémon Schwert. Also weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, der hat nicht links eingesetzt, merke ich gerade. Nein, nicht Abschlag, du. Mein Expertengurt. Nimm das. Ja, ich habe übrigens meinen Shiny Silebrim, mein wie auch immer die Vorentwicklung noch mal hieß, habe ich zum Silebrim entwickelt und komplett hoch trainiert. Muss ich noch Level 100 erreichen, aber sonst eigentlich fertig. Oh, oh. So, Seida hat jetzt kein Pokémon mehr. Das ist meine typische Strategie halt, ne? Einfach ein Team erstmal kaputt hauen. Oh Gott. Oh Gott. Das wird nicht gut. So, du musst jetzt eigentlich aufgehen, oder? Mein Sandsturm erhöht Zahlverteidigung von Gestein-Pokémon und so, aber trotzdem. So. Jetzt mal Psychefeld, jetzt wieder ein Nebelfeld. Entscheid dich nochmal. So, und oh Gott, ich merke gerade, wir setzen jetzt eine Stein-Pokémon ein, dagegen habe ich nichts. Oh. So, was auch immer jetzt kommt, das wird wehtun. Ich brauche nur eine Falgung, um euch zu besiegen. Aber woher kriege ich die jetzt? Montacabo oder hat der Boden-Pokémon? Der hat Gestein. Okay. Oh, wenn ich dieser Floria eintausche, dann bist du sowas von weg. Mit Erdkräfte. Los, Montacabo, an dir beißt sich jeder die Zähne aus, macht sie fertig. Naja, das bezweifle ich. Heiße Steine sind, glaube ich, ein bisschen einfacher zu zerbeißen. Ne? Ein bisschen einfacher drauf beißen, wenn ich mich höre. Okay. Da finde ich aber schon, hätten sie ein bisschen irgendwie gescriptet lassen können. Ich bin schneller als das. Jetzt nicht gedacht, weil Silebrim ist unglaublich. Hm. Okay, da war's. Mit Silebrim. Okay, tschüss. Aha. Oh, sogar überlebt. Aber jetzt kommt der Sandsturm und oh Gott sei Dank, der Sandsturm ist weg.
Okay, dann überleben wir sogar noch. Verschwenden wir noch einen Zug von dir. Nehme ich mal an. Ich würde mit beiden nicht so viel Schaden machen. So, komm hier, Donnerwelle. Boom. Wenn ich Glück habe, bist du jetzt paralysiert, kannst du nichts machen. Jawohl. Competitive Strategien eher, ne? Nehme ich an. Das hat. Du bist noch mal paralysiert. Ach, verdammt. Aber egal. Wirst du wenigstens wieder kleiner. So. Obwohl das Ding ist auf Feuer, ne? Ja, komm, wird aber. Wird schon klappen. Komm. Rex, komm. Jetzt auch KP hoch trainiert, der überlebt hat schon. Er wird auch schneller sein als das Teil. Wenn Seelebrim schon schneller ist als das Teil, dann wäre auf jeden Fall auch schneller sein. Also ja, plus das. Oh, du bist jetzt tot. Oh. Ah ja, Paralyse. Wir sind ja noch langsamer. Boom. Level 75 mit Little Mary. So. Für solch einen Stein hat Zusammenhalt rechts bei uns wohl noch nicht. Ich werde Gurt und Geist Strafverziehung und mit meinen Training noch mal von vorne beginnen. Also wäre doch jetzt eine super Gelegenheit gewesen, hier die Schild Arena Leiter auch noch hier reinzubringen, oder? Wir drücken euch die Daumen für das große Finale. Außer diese beiden Fragezeichen sind die Ness und Roy. Okay, haben schon. Ich krieg nicht mal die Gegner, die ich haben will. Endlich sind wir im Finale, aber Roy und mein Bruder werden es uns sicherlich leicht machen. Du weißt mittlerweile, dass du dich voll auf mich verlassen kannst, ja? Also vertrau mir, auf geht's. Oder hatte das was damit zu tun, dass ich sie am Anfang gewählt habe, ne? Roy und Ness, das heißt, ich weiß nicht, was Roy normal als erstes einsetzt. Also mit sie kann ich, glaube ich, nicht viel falsch machen am Anfang, weil Unlicht und Drache. Gut, wird schon klappen. Außer die kommen jetzt mit Level 80 Pokémon nur so um die Ecke. Auch der schönste Kampfschloss muss einmal enden, sehr verehrte Zuschauer. So kommen wir nun ohne Umschweife zum großen Finale mit dem folgenden Kontrahenten: Daniro und Mary gegen Ness und Roy. Daniro und Mary, das wird ein harter Kampf. Das ist die perfekte Gelegenheit für dich, am eigenen Leib zu erfahren, was die aktuelle Arena-Leiter von Spikeford drauf hat, Bruderherz. Das weiß ich doch schon längst, aber ich bin immer noch dein großer Bruder. Wo hat er das denn jetzt rausgezogen? Okay, Schwesterchen, hier kommt eine Niederlage. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich hätte ja lieber gegen Deleon gewonnen. Wenn wir dafür gegen die beiden antreten, kann ich damit leben, dass er nicht hier ist. Los, Daniro, zusammen schnappen wir uns den Sieg. Ich verlasse mich auf dich, Daniro. Also wenn Deleon und Maastricht echt die beiden Fragezeichen sind, dann war es ja peinlich, dass die in der ersten Runde ausgestiegen sind. Okay, jetzt haben wir wieder das Champ Cup Thema. Ich habe gedacht, es kommt irgendwie das Dings, ja. Das Thema von Ness. So. Dache und Unlicht sind als Kombo echt fies, doch gegen Fee sind die Chancen recht mies. Kann auch ich weiter Ness. In der Zwischenzeit werde ich den nötigen Schaden austeilen. Was ist das? Beide am Schreien. Okay, Roy wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So, jetzt mache ich aber hier Zauberschein auf beide. Ja, bin ich. Skunk Tank wird aber Schaden machen. Das Skunk Tank Unlicht. Jetzt Gift und. Ah, ja, komm, versuch mal. Sandsturm. Okay, der setzt es jetzt das ein. Ah, verdammt, jetzt wird er wahrscheinlich überleben. Seine Spezialverteidigung mal gut ist. Aurarat. Okay. Ich wollte schon sagen, geht nicht auf Libeldra. Wenn er das immun dagegen. Also. Oh Gott. Ja, okay. Das ist nicht schlimm. Der Gold allgemein nicht aus. Ja, warum auch das Viech kaputt haben, dadurch Schaden austeilen kann, ne? Oh Gott, jawohl. Na gut, er ist Morpeko schneller. Na, jawohl. Ich habe gedacht, Morpeko ist sowieso schneller, also
das Gungtank sowieso drauf gegangen. Okay, lief gut. Mir ist aufgefallen, Toxin gibt es gar nicht als TM oder TP in diesem Spiel. Und ja, echt mies ist, ne? Weil, weiß ich nicht. So. Ich mache beide ein bisschen Schaden, ne? Die Wälder schon mal weg dann. Ich werde sich auf Chinese gegen Dings einsetzen können, aber ja, okay, so geht's natürlich auch. Verdammt, echt sich auf Chinese einsetzen sollen. Aber stimmt ja, auch Rad ist ja jetzt Unlicht, ne? Okay, Verhöhner. Konzentrieren sich gar nicht auf mich, finde ich gut. Ja. Aber trotzdem Schaden gemacht, finde ich. Wenn ich Toxin ist so eins, so irgendwie ein richtiger Standardangriff hier. Vor allem für so Pokémon irgendwie, die irgendwie, weiß ich nicht, nicht direkt angreifen. Also ja, weiß ich nicht. Wir sind doof. So. Ich überlege gerade. Ich hatte eine Dinge erstmal kaputt hauen oder ich will auf beide. Ich gebe auf beide. Das ist das Beste, was man machen kann, eigentlich so in Teamkämpfen, ne? Ich bin glaube ich Reflex danach weg. Spätestens durch den Sandstorm. Ich habe so das Gefühl. Oh Gott. Okay, ich hoffe nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass Dingens hier sitzt. Ne. Ich dachte, setzt das Regentanz ein oder so. Aber nö. Dann eben Zauberschein. Wenn ich Glück habe, bist du dadurch kaputt. Ne. Ne, Viscogon hat eine hohe Spezialverteidigung. Ich sollte das eigentlich wissen. Ich habe mir auch letztens eins hochtrainiert. Seht mal, wie gut ich in dem Spiel bin, ne? So. Okay, finde ich gut. Wir haben schon 3 Pokémon kaputt gehauen, ne? Oh Gott. Ich sollte mal Diebeskuss einsetzen. Nicht hoch zu ein. Das wird bestimmt was bringen. Hier kommt mein letzter Song. Schreibt ihn euch hinter die Ohren und tragt ihn im Herzen. Boah. Barrikadax. Da kannst du Dynamax wählen. American. Ja, ich setz mal hier. Dunkelklaue. Das wird. Was? Ach ja, neutral. Ich habe schon gedacht, dass ich das nicht mal rauskrieg. Hydro-Pumpe. Wie kannst du damit die ganze Zeit treffen? Okay, hau irgendwas weg. Icy. Jawohl. Gut gemacht. Okay. Ja, wechsle ich jetzt ein. Boah, was ist Royce? Erst noch mal. Duraludon. Was setzt gegen Duraludon ein? Man hat Nest noch mal draußen. Barrikadax, ne? Kommt jetzt auch drauf an, wer jetzt hier deiner maximiert, ne? Ich überlege gerade. Setz mal ihn ein. Also zusammen, Roy, du wirst gewinnen und allen zeigen, dass du der Star von Galar bist. Roy ist gar nicht mal so schwach, also ich würde es nicht überraschen. Kann ich deiner Max bin? Ich glaube, ja. Ich würde sagen nicht, aber anscheinend doch ja. Dann kommen wir einfach mit deiner Brand um die Ecke. Und der Sandsturm hier mal endlich weggeht und dann haben wir Duraludon weg. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier ein bisschen schwieriger kaputt sauen. Boom. 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 Da kommt der Riesenbox Buddy. Oh Gott. Ich merke gerade, ich habe den keine Dynamax-Bonbons gegeben. Der hat nicht doppelte AP. Was ist da? Keiner Dynamaxiert. Also langweilig. Ja. Ah. Überlebt noch. Jetzt kommen Irokex. Mach irgendwas gegen den. Duraludon ist schneller. Oh Gott.
Oh, wow. Er hat einen Ableitstieb, den gewonnen hat. Der hat Rekadax ist eine hohe Verteidigung. Den nehme ich jetzt mal an. Irgendwie in seinen Konterangriff und all sowas, ne? Und ja, GG. Oh, ehrlich. Wachse bis zum Himmel hinauf, Duraludon, und zerstampfe ihre Siegeschancen. Du hast wahrscheinlich nur 10 AP oder so, das bringst doch jetzt echt nicht mehr. Außerdem bist du doch nicht schneller als ich. Boah, er tut dir jetzt hier all unsere Zeit verschwenden. Ich trinke mal kurz ein Stück, während mein irgendwie den fertig macht, ne? Ich hab da ja nichts dagegen. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Gut gemacht. Nächster Champion von Galar. Leute, meine Damen und Herren. Oh. Ich bin ganz heiser vom vielen Schreien. Der Kampf hat mich einfach so mitgerissen. Bin ehrlich gesagt auch schon ein bisschen heiser, obwohl ich... Das ist erst das erste, was ich heute aufnehme. Ich mag zwar den Verlierer sein, aber ich habe bis zum Ende nicht aufgegeben. Das reicht mir. So. Ja, haben wir gewonnen. Das war ein genialer Kampf. Dieses eine Mal überlasse ich euch den Platz im Rampenlicht. Es ist soweit. Das Ergebnis des Finals steht fest. Yay. Es war der absolute Wahnsinn. Vielen Dank an euch, Champ und Deleon. Ich habe auch einen Namen. Das waren großartige Kämpfe. Oh, schaut euch das an. Hey. Weil die Stimmen der Zuschauer, die eure Gefühle herausschreien. Ihre Begeisterung ist euer Verdienst. Euer Kampf hat unglaublich mitgerissen. Gleichzeitig ist damit auch das Turnier, das ganz Galar zum Beben gemacht hat, beendet. Ehrlich gesagt stimmt es mich etwas traurig, dass der Spaß schon vorbei ist. Deswegen bleibt mir nur noch eins zu tun. Ich öffne hiermit das dauerhafte Galar Star Turnier. Oh, wir kriegen noch mehr Kämpfe zu sehen. Yippie! Diesem Turnier können zweier Teams beliebig oft gegeneinander antreten. Steht auch dabei frei, ob ihr wiederholt mit demselben Partner antreten oder stattdessen einen neuen wählt. Es wird eine kunterbunte Mischung der stärksten Trainer Galars. So könnt ihr beim nächsten Mal in allem Male danach voll aufdrehen. Solange es Pokémon und Trainer gibt, die nach den Sternen greifen und Zuschauer, die nervenaufreibende Kämpfe zu sehen bekommen möchten, solange wird auch dieses Turnier fortbestehen, noch in 1000 Jahren. Ja, bis in eine Ewigkeit. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und mache die Bühne frei für die Maximizers. Los, rock die Arena! Ja, yeah, super! Geil. Kommen jetzt Credits oder was? Jo, tatsächlich. Also, nehme ich jetzt mal an, wir sind auch hiermit fertig, ne? Also wir sind jetzt mit dem zweiten DLC dann auch fertig, was bedeutet, wir sind jetzt echt fertig. Und ja, ich könnte natürlich theoretisch das Star-Turnier wieder machen und euch irgendwie zeigen, wie diese beiden Fragezeichen sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es sind Deleon und Maastricht. Weißt du was, gucken wir halt mal ganz schnell nach. Ja, solange jetzt nicht irgendwie ein Trainer oder so da vorkommt aus dem früheren Spiel oder so, glaube ich nicht, dass ich mir jemand vor spoilern kann, ne? Pokémon Schwert. Dann haben wir das Rätsel auch hier gelöst, dann lasse ich euch hier nicht irgendwie im Dunkeln für den Rest des Lebens so, ha, wir waren jetzt noch den letzten Trainer, ich hätte das nie herausfinden können, ne? Okay. Wird da bestimmt hier irgendwo was angezeigt, wer hier alles im ersten Beschein des Galaton. Jetzt könnt ihr in einem Partner frei zwischen einer Region der Galar-Region erwähnen. Nee, das stimmt doch gar nicht. Nachdem ihr die Expedition in den Kronschneeland erlegt habt, die Hauptgeschichte abgeschlossen habt, werdet ihr von Deleon zum Galar Star Turnier in Score City eingeladen. Ja, diese
frei zwischen allen Arena, dann das stimmt doch gar nicht. Ja, okay. Nach dem ersten Kampf in der Arena können ihr Partner zunächst nur Yaro, Kate und Hop auswählen. Stimmt irgendwie. Da steht irgendwie, man kann von Anfang an alle auswählen, aber ich konnte nur Mary oder Hop auswählen. Jeden erfolgreich bestimmten Turnier kommen jedoch zwei neue mögliche Partner hinzu, in der Reihenfolge, in dem man in der Geschichte des Spiels gegen sie angetreten ist. Und 15 Turniere gewonnen, tauchen zudem Schwerthold und Schildrich auf, die sich ab dem Zeitpunkt ebenfalls als Partner für das Galar Star Turnier auswählen lassen. Insgesamt können damit so folgende Charaktere als Partner benutzt werden: Hop, Yaro, Kate, Cabo, Zyda bzw. Neo, Papella, Betis, Mac bzw. Mel, Mary, Ness, Roy, Deleon, Sephora, Saverio, das ist der Rivale im Schild, in dem Dingens hier Rüstungs-DLC, Maastricht, Peony, Schwerthold und Schildrich. Also ja, Maastricht. Also die beiden Fragezeichen können dann ja eigentlich nur Maastricht und Deleon sein, weil diese beiden Schwerthold und Schildrich-Typen, die kommen ja erst nach 15 Turnieren. Also ja, kann jetzt ja eigentlich dann nur die beiden sein. Ich mal gucken, welches Level Dingens Deleon und Maastricht gewesen wären. Ja, Deleon Level 80. Ja, das wäre ein bisschen härter gewesen. Sephora wäre Level 68 und 70 gewesen, aber ja, voll schwach. Was mit Hop? War irgendwie so auf dem gleichen Level wie Deleon fast. Nee, 69 und 70, was? Ja, okay, ja, ja, okay, macht Sinn. Er ist dann schwächer als alle anderen. Boah. No, Peony wäre auch dabei gewesen, Level 70. Also Deleon wäre immer der stärkste gewesen, ne? Maastricht wäre jetzt, der hätte nur Level 80er Pokémon gehabt. Oh Gott, der wäre auch schwierig gewesen. Ja, okay, jetzt haben wir das auch erledigt. Das Geheimnisgriff, meine ich. Und ja, habe ich mir schon gedacht, also so einfach rausfinden war jetzt auch nicht, ne? Nicht so schwer, meine ich. Und ja, gut, einmal das erledigt. In der Zeit hätte ich vielleicht irgendwie so mein Fazit geben können, ne, über das Spiel, über das DLC und so, aber ist ja noch nicht zu spät. Also ja, gut, ja, ich würde sagen, wir sind dann auch fertig. Diese Dynamics Abenteuer werde ich jetzt auch nicht aufnehmen, und weißt du was, da gucken wir auch direkt nach, damit ich das auch gelüftet habe, ne? Pokémon Schwert, Crown, Tundra, Post Game. Ist voll professionell, ne? Hier ist eine Belohnung. Oh, was kriege ich denn? Turnierset. Du hast 1 Million Pokédollar als Siegesprämie erhalten. Eine starke Leistung hat offenbar weiteren Trainern Lust darauf gemacht, dir ein Team zu bilden. Oh, der Champ, von mir gibt es auch einen super, nein, hyper herzlichen Glückwunsch. Wenn ich deinen Auftritt so mitgenommen habe, möchte ich dir das hier als Belohnung schenken. Flood Battle, cool. Ich hoffe, wir bald wieder begrüßen zu dürfen und so, ne? So. Ach, guck mal, wie wir als. Ah, da wird auch jeder irgendwie angezeigt, mit dem ich schon Sieg gemacht habe, ne? Aber scheint, glaube ich, keine Belohnung zu geben, wenn ich irgendwie mit bestimmten Partnern hier gewinne, oder? Also habe ich jetzt nichts gelesen. Wie heißt das? Legendeninfo X, ne? Legenden-Notiz X lösen. Das müsst ihr tun. Wenn ihr das Bild ganz genau. Boah, jetzt ist genau das Ding hier im Weg. Geh doch mal weg. Wenn ihr das Bild ganz genau unter der Lupe nehmt, könnt ihr Necrozma beim Portal irgendwas. Da ist jetzt blöde Werbung genau da über den Text, voll dämlich ist.
Was war die nach ACP anzeigen will? Leider ist es super, welches Taschenmonster ihr am Ende des Dynamics Abenteuers herausfordern dürft, so dass die Aufgabe sich durchaus in die Länge ziehen kann. Ja, und darauf habe ich halt keinen Bock. Oh Gott, man kriegt ein Fähigkeitenpflaster und ein Ultraball. Ich habe schon genug irgendwie, um irgendwie ein Dings hier freischalten zu können. Ein Fähigkeitenpflaster, schon so viele Dinger. Und Ultrabestien kann man auch anfangen, ja, habe ich doch gesagt. Also nicht so direkt ein Spoiler, aber ich das schon herausgefunden habe von alleine. Also ja. So, ich gucke mir jetzt noch ein Turnierset an. Ich nehme also Turnierset, ich nehme es mal an, das war jetzt ein Ding, ne? Cool. Auch nicht schlecht. Ein Gewand aus reinstem Gold. Gut, ich bleibe mein Standard, aber ja gut, dann sind wir ja fertig, ne? Dann haben wir alles hier erledigt. Wir haben herausgefunden, was hier die ganzen anderen Sachen sind. Das ist mir einfach ein bisschen zu zeitaufwendig. Ja, dann sitze ich da eine Stunde lang, mache so ein blödes Dynamics-Abenteuer und mache dann irgendwie 5-mal hintereinander und habe immer noch nicht irgendwie das gefunden, was ich haben will. Und ja, da kann ich halt nicht manipulieren. Da ist halt ein bisschen dämlich dann so zum Aufnehmen. Wenn ich streamen würde, dann würde ich das vielleicht machen, aber ja, mache ich nicht. Und dann kann ich hier, weil ich nicht so lange machen, bis wir halt irgendwann finden. Und ja, aber das bringt halt nichts, wie langsam Silbrim ist. So, in dem Fall heißt das dann, es war's mit Pokémon Schwert, wahrscheinlich auf ewig, weil ich neue DLCs sind nicht angekündigt. Und ja, ob irgendwie noch eins kommt, weiß ich auch nicht. Also ja, könnte wahrscheinlich der letzte Part von Pokémon Schwert sein, außer irgendwann kommen noch mal DLCs, aber bis jetzt gibt es davon noch keine Nachricht, ne? Also ja, dann sind wir fertig hier, ne? Wir haben alle Pokémon gefangen, zweimal, nee, dreimal sogar. Wir haben, weiß ich nicht, alles andere Wichtige erledigt. Und ja, mein Fazit zu dem DLC vom Spiel allgemein habe ich schon, glaube ich, mein Fazit damals gegeben. Weiß ich nicht, ja, ich weiß nicht, wie teuer nochmal DLC war. Ich glaube so 15 oder 10 Euro. Ne? Ich glaube, man musste ja beide DLCs gleichzeitig kaufen. Und ja, was meinte ich, du bist mir ein bisschen zu gruselig. Man muss ja beide DLCs gleichzeitig kaufen. Ich glaube, die haben so 25 Euro gekostet. Das heißt, so jedes DLC war so 12 Euro. Also ja, was will man erwarten? Man kriegt neue Pokémon, man kriegt so ein bisschen mehr Story, ein paar Sachen, die irgendwie das Leben einfacher machen. Das DLC hat sich irgendwie so angefühlt, als wenn du irgendwie von wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du spielst ein kostenloses Spiel und wenn du die DLCs holst, hast du mehr oder weniger ein bisschen Geld reingepumpt in dem Spiel. So hat sich das irgendwie so angefühlt. Ich meine, ich habe ganz offensichtlich ein bisschen Geld hereingepumpt, weil ich die DLCs halt gekauft habe. Also ja, ist klar, dass ich Geld reingepackt habe in dem Spiel. Aber weiß nicht, ich kann's immer aufwendig, die ganze Zeit zu bewegen. Warum drehst du dich die ganze Zeit um? Und ja, ich habe ganz offensichtlich natürlich Geld reingepackt. Also dementsprechend habe ich auch ein paar Vorteile bekommen. Weiß ich nicht, das ist irgendwie zum Beispiel hier die Dynamax Abenteuer. Da kriegst du ja diese Erze, die du dann wieder für andere Sachen ausgeben kannst, wie Pflaster und Fähigkeiten, Kapsel und so. Und dann kriegst du halt einfacher, weil die Dynamax Abenteuer halt mehr geben. Oder im Rüstungs-DLC, da war zum Beispiel so, dass Watt ausgraben kannst, ne? Also du hast Dynamax gemacht, danach hast du irgendwie Rüstungserz freigeschaltet, da Rüstungserz konntest du dann in Watt umwandeln und Watt konntest du dann wieder in was anderes umwandeln. Also es hat immer so ein paar kleine Sachen gemacht, die irgendwie so das Vorbereiten ja nach dem Postgame und so ein bisschen ja vorangetrieben hat, ein bisschen schneller gemacht hat, beschleunigt. Und so ungefähr fühlt sich die DLCs an. Also du hast
das ist als würde sie in Dauntless irgendwie von normalen Jagdpass auf Elite-Jagdpass irgendwie umsteigen. So hat sich halt irgendwie so ein bisschen angefühlt. Du hast so ein paar mehr Sachen, die du jetzt hast, und ein paar andere hilfreiche Sachen, die Sachen beschleunigen. Hier sehen die Shiny, wie heißt das nochmal? Pinnadel? Shiny Pinner ist das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt. Und ja, das erhöht halt deine Chance, Shiny Pokémon zu treffen dauerhaft. Was auch ein kleiner Luxus ist. Also ja. Und ja, sonst halt nicht Story. Keine Ahnung. Was will man eigentlich erwarten? Also, es ist jetzt nicht ein absolutes Meisterwerk an der Story, aber es reicht doch für Pokémon. Also voll viele Leute, habe ich gehört, beschweren sich über einige Sachen über diesen Spiel. Dann irgendwie, weil nicht Game Freak am Anfang irgendwie so was gesagt hat wie, ja, wir können nicht alle Pokémon hier reinpacken und so. Und ja, dann kommt auf einmal ein DLC oder zwei, wo du dann auf einmal noch mehr hast. Und ja, da fühlen sich einige irgendwie so ein bisschen belogen. Und ja, mehr macht das nichts. Ich passe mich gerne immer an den Regionen und deren Pokémon an. Also ich muss nicht jedes Pokémon unter der Sonne wieder haben. Also ein paar gibt es natürlich, die ich mir auch zurückwünschen würde, aber was soll man machen? Ne? Ist doch, mein Gott, ist kein Weltuntergang. Eine Sache, die ich auch irgendwie schade finde, ist, du hast ja diese Dynamics Abenteuer und du triffst ja mehr oder weniger jedes legendäre Pokémon unter der Sonne, ne? Und ich fand, die haben irgendwie nicht die Chance genutzt, irgendwie jeden legendären Pokémon ihr eigenes Kampfthema jetzt zurückzugeben. Also du gehst ins Dynamax Abenteuer und du hörst irgendwie das gleiche Lied, was du irgendwie hörst, wenn du normale Dynamax Raids machst. Was ja, wenn du schon eine Menge von denen gemacht hast, schon eine Million Mal gehört hast. Und dann gehst du in das legendäre Nest, trittst irgendwie gegen Rayquaza oder so an. Und du hast immer noch diese stinknormale Musik, ne? Anstatt den irgendwie, weiß ich nicht, sein Kampfthema aus Rubin und Saphir oder Omega Rubin und Alpha Saphir zu geben. Oder Dialga sein persönliches Thema oder Suicune das eigene Thema. Und das sind eine Menge Lieder, das ist mir bewusst. Und Lieder programmieren und also was, die werden wahrscheinlich nicht alle reinpassen in dem Spiel, aber das haben die damals in Pokémon Schwarz und Weiß und so auch schon gemacht. Also da konntest du ja auch fast alle legendären Pokémon irgendwie per Vent oder irgendwie sowas begegnen, und jedes legendäre Pokémon hatte dann, kam dann mit seinem persönlichen Kampfthema an, oder dann gab es dieses Champion, ne, nicht Champion, ja doch, Champion Turnier oder irgendwie sowas im Schwarz und Weiß 2, da konntest du irgendwie so ein Turnier spielen am Ende des Spiels, wo du halt gegen frühere Trainer und Arenaleiter und Champions aus früheren Spielen antreten konntest, und die sind halt alle mit ihren eigenen Kampfthema gekommen. Und weil ich, das war für Nintendo DS, und jetzt haben wir hier eine Switch Pokémon 8. Generation, und da können wir mir noch nicht sagen, dass die das nicht jetzt hier auf eine Next Generation Konsole drauf packen können. Aber damals auf dem Nintendo DS, weißt du, wie cool wäre das gewesen, wenn jetzt hier jedes legendäre Pokémon irgendwie mit seinem eigenen Kampfthema kommt. Du kämpfst gegen Groudon, Kyogre, dann hörst du so, dun, 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 dun. Aber nein, du hast irgendwie nur diese stinknormale blöde Dynamate Musikthema, was du schon eine Million Mal gehört hast. Und ja, das fand ich, hätten so ruhig reinpacken können. Ich meine, komm schon, Leute. Und ja, sonst fällt mir jetzt aber auch nichts ein. Also, paar Pokémon hätte ich mir doch schon gerne gewünscht. Hier Traunfugil, ja, best Pokémon, wurde immer noch nicht hinzugefügt. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was, ne? Vielleicht kommt ja noch ein DLC irgendwann oder noch ein Erweiterungspass. Ich weiß es nicht. Wenn eins kommt, werde ich es natürlich spielen und weitermachen. Meine Story-Pokémon hier, die lasse ich einfach hier so, weiß ich nicht, wie sie sind. Die fasse ich gar nicht mal an. Und ja, Competitive trainieren werde ich natürlich auch wieder ein bisschen was. Vielleicht werde ich mal so ein paar Online-Kämpfe irgendwie machen und reinstellen. Hätte ich eigentlich schon Lust, aber mir macht eigentlich schon das Trainieren der Pokémon an sich schon Laune. Also, weiß ich nicht. Macht, das reicht mir eigentlich schon, wo ich auch Thema gerne benutzen würde. Ne? Und ja,
Gut, ich finde, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, das war's dann für von Pokémon Schild. Wie gesagt, wenn irgendwie ein DLC rauskommt, dann tackeln wir das natürlich auch an. Und ja, weiß ich nicht. Ansonsten wird das hier erstmal beendet fürs Erste und fürs Erste. Ich habe jetzt dreimal fürs Erste gesagt. Ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und ja, in dem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Projekt. Bye bye. Na, warte. Bye bye.